Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Fallout 4. Mein Name heißt Garderol. Wir haben in der letzten Folge mal eben diese Todeskralle erledigt. Legendär. Ich habe irgendwie einen Strom eingeschaltet hier. Keine Ahnung warum. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das rausfinden will. Auf jeden Fall haben wir den Ausgang gefunden. Vorher looten wir mal eben. Oh, hier scheint es auch raus. Ne, das ist der gleiche Weg, ne? Ja, die Jungs, die haben auf jeden Fall heftig, also die Raider, die haben es heftig mit der Railroad sich angelegt. Und, ja, man muss sagen. So, jetzt haben wir ja unseren coolen Mod hier drauf, mit dem wir mal eben kurz das Ding anziehen könnten. Jetzt haben wir nämlich den, ja, jetzt haben wir nämlich den Hazmat Suit. Den haben wir jetzt drüber und drunter gleichzeitig irgendwie. Ist halt ein bisschen komisch. Wir kriegen ja nicht so viel atomare Verstrahlung ab. So, was haben wir hier? Helmchen. Und die ganzen Laserpistolen irgendwie. Ich weiß gar nicht, wo wir die ganzen Munition dafür herkriegen sollen. Wir haben bis jetzt noch nicht so viel Glück gehabt. Geh weg! 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 Da, 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 da. Gucken, wo wir hier rauskommen. In Cambridge, natürlich, aber wo? Oha! Ja, ich hatte euch doch von dem Mod erzählt, der die Wettereffekte schöner macht. Und das hier ist jetzt der Mod mal wieder, dieses Mal mit radioaktiver Regen. So sieht also mit der Mod der radioaktive Regen aus. Nicht sehr schön. Mm-mm. Deswegen ging sie weg und zu Dr. Arrogant und Bericht erstatten. Hier gibt's Strahlung. Nichts für Weicheier. Was? Pam braucht dich in ihrem Raum. Ja, danke. Also diese Typen, die sind so unorganisiert. Ich weiß nicht, ob wir die unterstützen sollen. Das ist doch unser neuester Agent. Unterschlupf Orgista wurde vom Institut zerstört. Dann ist es, wie ich befürchtet hatte. Drei Unterschlüpfe zerstört. Kaum vorstellbar. Aktuell habe ich sonst nichts für dich. Aber es brennt nach wie vor überall. Also braucht sicher jemand anderes deine Hilfe. Ja, die basteln hier ordentlich rum mit ihrer komischen Technik, mit dem bekloppten Tüftler da. So, Pam braucht mich. Bestätigt. Agent Professor ist hier. Ich habe eine Mission für Sie. Sofern die Effektivität des Verkehrsablaufs nicht erhöht wird, steigt täglich das Risiko, dass die gesamte Organisation kompromittiert wird. Lösung. Ein neues Verteilungszentrum muss entstehen. Ein Verteilungszentrum? Was ist das denn? Die Organisation Railroad bezeichnet Verteilungszentren als Unterschlüpfe. An diesen Orten werden Synths gelagert und dann sicher durch die Region Commonwealth weitergeleitet. Fahre fort mit Missionsinformationen. Befrieden Sie den Zielort. Befestigen Sie die Position zum Schutz aktueller und künftiger Railroad-Posten. Das neue Verteilungszentrum trägt den Codenamen Unterschlupf Mercer. Viel Glück! Okay. Schön, dass wir gesprochen haben. Gutshaus. Gutshaus Kraub. Aha. Das hat eine Werkbank. Was ich mich gerade frage, wenn ich die Stadt einnehme,
Zählt die dann zu Railroad oder ist es weiterhin Minutemen? Müssen wir irgendwie mal rausfinden. So, hier müssen wir auch noch hin. Wo hatte ich denn meine Power-Rüstung stehen? Ja. Die holen wir uns. Schön. Und dann können wir mal eben gucken, wie weit unsere neue Siedlung da fortgeschritten ist. Die hatten wir ja in einer letzten Folge neu gemacht. Mit diesem schönen Aufbau hier und dem Solarpanel als Energieversorgung. Da gucken wir mal. So, Essen passt, Wasser passt. 6 Leute sind schon hier. Die haben alle irgendwie nichts zu tun. Das ist ein bisschen blöd. Aber hier hervorragend. Kinderarbeit funktioniert. Scheint wirklich was zu werden. Ich habe mal eine Todeskralle gesehen. Aus der Ferne, aber ich habe sie gesehen. Ich habe eine Legendäre gesehen. Die war mit mir zusammen in einem Krankenhaus. Dann hat sie nichts mehr gesehen. So, leckere Tato-Bieren. Sehr schön. Ja? Ja. Verstehe. Kannst ruhig mal mithelfen. Gut, wir wollen nur die Power-Rüstung holen. Dann können wir jetzt eigentlich nochmal gucken, wie die Verteilung jetzt mittlerweile ist hier. Tato und Mutabeere. Nur mal so ein bisschen kochen. So, ich wollte übrigens mal hier... Nein, damit wir den Klebstoff haben. Ich wollte übrigens mal diese... Boah. Ist ja aus wie ein Astronaut in dem Teil. Das ändern wir mal wieder in... Drunter. So. So sehe ich irgendwie besser aus, finde ich. Gut, dann gehen wir mal zu Gutshaus Kraup. Der Kern ist gleich leer. Eieiei, hier müssen wir... Oh. Ist ja ein ganz schönes Stück, ne? Aber ist das dann Minutemen oder ist das dann... Wie ist denn das dann? Weil die Railroad finde ich eigentlich nicht unterstützen so. Aber wir finden es dann nicht raus, wenn wir es nicht versuchen, ne? Also, los geht's. Da bin ich mal gespannt. Dann gucken wir mal. Denn, ja, warum habe ich die Power-Rüstung mitgenommen? Weil die Gebiete, wo wir dann das je weiter nach rechts unten mit gehen, umso härter werden die Monster. Und wir haben wieder geilstes Wetter erwischt hier. Es ist so laut, dass man gar nichts mehr versteht. Einstellungen Audio... Radio, ist das Effekte? Ah nee, das ist hier unten. True Storms, Rain und Thunder. Ist zwar stimmig, aber zu laut. Kennt ihr das alte Segelschiff, das auf dem Gebäude in der Innenstadt gestrandet ist? Laut Meldungen aus der Gegend empfiehlt es sich, dieses Schiff um jeden Preis zu meiden. Und jetzt, ob ihr es glaubt oder nicht, müsst ihr euren Blick noch weiter hinauf gen Himmel heben. Ihr habt es hier gehört. Irgendwie hat das Schiff es geschafft zu fliegen. Und jetzt steckt es in einem anderen Gebäude in der Innenstadt. Das gibt keinen Ärger mehr. Wie? Warum? Akzeptiert es am besten einfach, Leute. Das Ganze ist verrückt, aber wahr. So, diese Supermutanten da vorne, die haben wir schon alle einmal getötet. Da habe ich jetzt wirklich gar keine Lust drauf. Deswegen gehen wir mal hier so ein bisschen... Durchs Geplänte. Hier kommt Ella Fitzgerald mit dem nächsten Klassiker. Undecided. Also, ja, unentschlossen. War ich wohl ja auch ständig. Aber dann traf ich eine Entscheidung. Ah, ich finde, wir müssen da gleich über die Brücke drüber. Da hängt übrigens irgendwas in der Luft drin.
Und da haben wir schon was gefunden. Werden wir schon dafür belohnt, dass wir hier so rumlatschen? Leider leer. Denn ist die Pritwin. So, wir müssen jetzt hier über die Hauptstraße oder über die Nebenstraße hoch, über die Brücke und dann da runter. Na toll. Dann schauen wir mal. Waren wir hier eigentlich schon in dem Ort? Hä? Fresh Coffee, lecker. Ja, ich bin hier. Ja, ich bin's. Ist das eigentlich was wert? Ja, kann man ganze Siedlung rausbauen. Warum hörst du mir eigentlich nie zu, Kollege? Ist nichts wert. Nur eine Runde Jet. Das ist nicht so hilfreich. Und ich hätte ja diese geile Helmlampe hier drauf. Können wir die auch mal testen, ne? Haben wir noch gar nicht uns angeguckt. So, da vorne war, wie gesagt, Supermutanten City und wir müssen hier irgendwie weiter. An diesem wunderschönen Pier entlang. Was um... Na, ich frag einfach nicht. Was ist das denn? Also irgendwie ist es hier unheimlich. Auch die Atmosphäre des Wetters trägt nicht gerade dazu bei, dass das besser wird. Es ist ein bisschen gruselig. Trotzdem... Wir werden auch dauernd entdeckt und versteckt und überhaupt. Das heißt, hier wäre irgendwo so ein Kleinviehzeugs unterwegs. Das ist jetzt nicht so klein. Oh, legendärer Leuchtender. Ach du Heimatland. Ja, war ja klar, dass die hier stärker werden, aber... Was? Das war's? Das habe ich auch gerade gedacht. So, des Märtyrers. Das ist geil. Verlangsamt im Kampf vorübergehend die Zeit, wenn du 20% oder weniger Gesundheit hast. Das ist richtig cool. Weil ich vergesse ja schon mal, mir einen reinzudrücken, wenn es nicht gut aussieht. Und das Spiel erinnert mich dann einfach daran. Möchte ich hier an dem Ufer lang? Nee, möchte ich nicht. Gibson Point Pier. Ich will doch gleich mal hier gucken, was heute so in der Küche auf dem Menü steht. Da steht erstmal Laserfallen-Menü. Ah, schon wieder. Du bist tot. Komm, dann mach ihn auch tot jetzt. Nicht nur labern hier. Wir finden dich doch. Was sind das schon wieder? Ach so, es ist nur ein Leuchtender. machen wir einmal einen Schuss drauf oder zwei, damit wenn unser lieber Kollege den ansenkt, dass wir da hinterher auch die Punkte für bekommen. Ich hasse die ja so abgrundtief. die sind so gruselig. So wie eigentlich die Leute mögen ja keine Clowns. So, haben wir unseren Typ, den haben wir schon mal ein bisschen beschäftigt. Ich frage mich, wie lange das dauert, bis der den platt hat. Wir sollten ihm vielleicht dann nochmal so einen richtigen Sledgehammer geben oder so, dass wir mal richtig zuschlagen, so ein Power-Sledgehammer oder so. Ja. Raketen nehmen wir natürlich immer gerne mit.
Der hat aber ganz schön schon zugelegt, du. Junge, Junge. Den wir gar nicht helfen brauchen. Krass. So, ja, dann gehen wir nochmal eben. Jetzt haben wir gerade im Restaurant, waren wir. Da haben wir gut gegessen. Was machen wir anschließend? Natürlich, wir gehen mal eben aufs WC und gucken. Lesen dabei die Zeitung. Waschen uns anschließend die Hände. Und fegen dann alles weg, was hier noch so rumliegt. So machen wir das. Ist doch wohl nicht schon wieder Meyer Lurk. Doch. Eine Messerklaue. Wo ist denn dein Köpfchen? Da ist dein Köpfchen. Da ist dein Köpfchen, ne? Ja, fein. Mal bitte in meine Richtung gucken und lächeln. Ja, dankeschön. Alter, wenn hier schon so viele Viecher sind, was müssen wir dann in diesem anderen Haus da erst noch freischalten? Und das ohne, ob wir jetzt... Und wir wissen dann noch nicht mal, ob das dann für die Minutemen noch zählt oder nicht, oder was? So, nächstes Problem. Kommen wir hier rüber? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und noch einer. Das ist aber nur ein Weichpanzer. Den kriegen wir geschmeidig so zerlegt. Ja, die Frage ist, kommen wir hier drüber? Und dann kommen wir vor allen Dingen nochmal... Hier sind auch wieder so viele Symbole auf der Karte. Alter, nee, 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 nee. Wir werden hier nie fertig. So, nachmachen. Ich hab's befürchtet. Ja, das scheint auch eine sehr schöne Gegend zu sein. Hier, da hinten ist ein Auge. Ein Augenboot. Wir müssen dann hier so und dann da so. Und überall hier gibt es ja noch was zu entdecken. Oh, wir sind noch überhaupt so... Ich könnte überhaupt nicht einschätzen, wie weit wir überhaupt sind. Was ist das denn? So, die Zutat können wir immer gebrauchen. Hat jemand seinen ganzen Atommüll abgeladen? Da oben wohnen welche. Aber wir wollen in die Richtung hier. Glaube ich. Ich weiß sogar nicht, ob es so eine gute Idee ist, dass wir hier über die Hauptstraße laufen. Oder die vermeintliche Hauptstraße. So, Lynn Pier Parkplatz. Können wir auch wieder alles aufdecken. Lassen wir aber erstmal. Nein. Ein Wachbot. Gut, dass wir Dings haben. Uns schon entdeckt? Weiß ich nicht. Komm raus, dann erledigen wir dich. Ja, so viel dazu. Arschloch! Ist das alles? Ah, Kampfsperre, sehr gut. Wusste. Kopf. Fusionskerne. Ah. Die legt er ja irgendwie offen, ne? Wenn der abkühlen muss. Ja, das war ein Wachbot. Alter, wie viel Widerstand es hier trifft auf dem Weg, um nur diese kleine Siedlung zu befreien. Und dann müssen die auch, das muss man ja auch überlegen, die müssen ja dann die mit ihren Synths, die ja retten wollen, die müssen ja auch dann alle hierher. Da hinten steht der nächste Wachbot. Ich würde das gerne mal testen mit diesem Ist das so alt, wie es aussieht? Also freue ich mich, euch
präsentieren zu dürfen. Wenn ihr zu den Leuten gehört, die hinter vorgehaltener Hand über den Verbleib des besten Detektivs von Diamond City getuschelt haben, kann ich euch beruhigen. Hä? Nick Valentine ist wieder in der Stadt und es geht ihm offenbar blendend. Auch wenn es nur wenig Informationen darüber gibt, hallo? Was mit ihm los war, bin ich persönlich froh, hallo. Dass er hier ist. Und das in einem Stück. Und wenn es noch mehr gute Nachrichten gibt, hallo? Dann hört ihr sie zuerst hier auf Diamond City Radio. Jetzt kommt eine der unbestritten besten Stimmen aller Zeiten. Nat King Cole ist... Das ist mal ein Wort. Ich weiß nicht, ob das irgendwie was bringt, den Kopf. Nein. Warum steht, sitzt da ein Siedler irgendwie auf dem Boden? Soll das heißen, hier, wenn du als Spieler normal das er entdecken kommst, könntest du da hingehen, weil dann kannst du da eine Siedlung freischalten? Alter, guck mal, wir müssen noch durch den ganzen Ort durch. So, gut, dass wir uns entschieden haben, die Power-Rüstung mitzunehmen, würde ich mal so sagen. Oh nein. Was ist denn hier los? Di di li di 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 di. Oh, da kommen unsere Freunde von der Bruderschaft. Die werden uns ja bestimmt helfen. Ach nein, ich erinnere mich. Die kommen erst, wenn alles fertig ist. Ja, die spielen hier Militär, das ist schön. Dann ist er so Mr. Hanky. Ja. Glauben Sie, da du der Welt offenbar einen Gefallen und dich umlegen lassen willst. Weißt du was? Übernehme ich sehe dich. Ah, der Mr. Gatzi hatte diese Kampfsperre, genau. Also bei dem Wachbots oder Wachtrons, da sind es glaube ich die Atom. Dinger. Ja, die sind jetzt einfach nur abgestürzt, ne? Das, ihr seid echt, also... Dauert nicht mehr lang. Ich weiß nicht, was ist denn hier los eigentlich? Hier ist ja irgendwie voll der Militärauflauf. Ich war mir gar nicht sicher, ob das Ding auch in die Luft fliegt. Haben wir nochmal Glück gehabt, dass es das nicht tut. So, wo Militär ist, da ist natürlich auch hier Waffen und Munition. Die wollte ich dann natürlich doch mal mitnehmen. Ja, hier ist nur noch ein Chemieunfall. Gut, ich dachte, hier wäre ein bisschen mehr zu entdecken gewesen. Aber das haben wir ja auch jetzt rausgefunden erst, dass man in diese Panzer reingehen kann. Das war mir gar nicht so bewusst irgendwie. Meistens sind diese komischen Baumodelle ja immer alle... Ja, Klötze, wo man... so nicht interaktiv sind. So, weit haben wir es denn noch? Gut. Das sind wir gleich da. Du Leido über! Und noch eine Gaststätte. Guck mal, wie viele Gaststätten hier sind. Das ist weglaufen soll. Was? Oh. Huch! Ja, gegen eine Computerreaktionszeit kommen wir natürlich nicht an. So, wir gehen mal einkaufen. Wir nehmen das Einkaufskörbchen mit. Dann gehen wir zur Kasse. Dann nehmen wir die Ware mit. Ja. Bisschen Eisen noch. So, wo geht's jetzt lang? Ja, geradeaus weiter hier lang. So, hier ist Keep Out Beware. Was machen wir da? Natürlich, wir gehen da rein. So, Post haben wir leider keine bekommen. Nee, also hier möchte ich auf jeden Fall wohnen. Guck mal, wie schön das hier ist. Sogar Hubblumen gibt es hier.
So, da ist das Gutshaus. Ich bin ja mal gespannt. Also, zählt das dann für die Minutemen? Zählt das für die Minutemen nicht? Müssen wir da... Was müssen wir da überhaupt? Befreien müssen wir das, ne? Oder nur erreichen? Die Werkbank verwenden? Ghule töten? Hey, hab was entdeckt. Erwischt. Man weiß das nicht so genau, ne? Das gibt keinen Ärger mehr. Zeit zum Einsammeln. Genau, wir haben ja, also Ghule haben ja wie gesagt den Vorteil, also wenn es Ghoul-Siedlungen sind, die haben so immer so schon so ein bisschen die Baumaterialien dabei, die man braucht. Oder zumindest immer so Teile, wo man Baumaterialien rausmachen könnte. Ansonsten liegen ja auch immer gut noch Sachen da rum. So, hier müssen wir offenbar in den Keller. Da was erledigen. Und da offenbar was erledigen. Wenn wir jetzt nämlich zur Werkbank gehen, wird sie sagen: Du musst eigentlich. Hat sie den so weit zerlegt? So, hier ist ein schönes Häuschen. Da warte ich eigentlich nur gleich, dass die Ghule durch die Decke wieder runterfallen. Das ist auch so cool gemacht. So, wir müssen hier unten runter. Der hat sich direkt unter den Puppen bequem gemacht. Huch. Der war schon tot. Also, Ghule sind ja irgendwie... schwer zu definieren, was das angeht. Tot nicht. Vielleicht... So, Entsperrenmeister, Gutshaus Krobe-Keller. Geschafft. Da werden wir das mal meisterlich entsperren hier. Sehr schön. Oh, wir kommen wohl zu spät zum Abendessen. Hat der schon wieder irgendwas entdeckt, was wir noch nicht gesehen haben? Aha. Schlechte Entscheidung. Legendärer Nekrotischer, das wird immer besser. Gut geschlagen, Bruder. So, was haben wir denn da? Das Ghoul-Töters Metal Ride verursacht gegen Schlag. Ja, immer das Ghoul-Töters und so, das ist immer so. Entschuldigung, Kumpel. Kumpel sagt er, ja, das sind ja seine Kollegen irgendwie. Ja, wo sind wir denn hier? Der Grubs Familienkeller hier, hä? War das vielleicht die Familie Grub? Wir haben auf jeden Fall eine Mini-Atombombe aufbewahrt, für den Fall, dass sie die mal brauchen könnten. Sofern es draußen nicht genug Strahlung gibt, dann können die hier noch ihre eigene produzieren. Endlich mal wieder ein bisschen Dosen und Blech. Ich glaube auch, ich habe dem Typ den Befehl gegeben, er soll looten. Tipp am Rande, falls ihr es noch nicht wusstet. Wenn ihr immer das Problem habt mit dem Inventar, könnt ihr eurem Begleiter sagen, der soll looten. Dann sammelt der auch den Loot ein. Und was der dann einsammelt, das geht nicht über seine Gewichtsbeschränkung. Das heißt, der kann über die Gewichtsbeschränkung hinaus. Hey, ich nehme Wünsche entgegen. Über die Gewichtsbeschränkung hinaus Sachen mitnehmen. So, da müssen wir mal das Radio wieder ausmachen. Oh, was haben wir hier? Theodore Crop, siehst du? Und seine Frau. Bei der Frau waren zwei Billardkugeln drin. Das war jetzt eure Fantasie. Ich habe das nur gesagt, was ich beobachtet habe. Hier kamen nie die zarten Finger eines Mr. Handy zum Einsatz. So, wir können hier ein Solarpanel bauen. Das freut mich. Jo. Wie schön. Ja, wie schön. Der sich immer freut. Das ist immer wieder klasse. Ich nehme an, diese Wand können wir gleich sprengen und da ist ein geheimer Schatz verborgen. Wenn das jetzt stimmt, dann nehme ich noch eine Folge auf. So, persönliches Terminal. Gucken wir mal. Ah, jetzt geht das ja nicht wieder Bauerrüstung. Da müssen wir direkt mal ein Bild davon machen, weil es so schön ist hier. So. T
Tagebucheintrag, 15.01.78. Als mein Vater sagte, dass nichts die Familiendynastie der Cropes erschüttern könnte, nicht einmal die erdrückenden Schulden durch einen schlechten Aktienhandel, dachte er wahrscheinlich nicht an eine Welt voller... Strahlenvergiftung. Rückblende. Als die Pilzwolke aufsteigen sah, dachte ich, irgendjemand hätte sich einen schlechten Scherz erlaubt. Ich hatte für etwas gebetet, das uns die Schulden nimmt, aber das wollte ich natürlich nicht. Ich würde lieber ein Leben als Arbeiter führen, statt mitzuerleben, wie mir ein Großteil meines Gesichts im Schlaf abfällt. Tja, es könnte schlimmer sein. Ich habe den Rest der Familie im Keller eingesperrt und den Schlüssel versteckt. Ich habe es nicht übers Herz gebracht, sie umzubringen. Auch wenn sie ekelhafte Monster sind. Trotzdem ist es da drin noch meine tote Tante Belinda. Ich habe herausgefunden, dass es noch andere Überlebende hier draußen gibt. Manche von ihnen sehen wie überfahrene Tiere aus. Sie haben die getötet, die sich in Monster verwandelten und dann versucht, uns normal umzubringen. Was seltsam ist, keiner der wilden Ghule schien diejenigen von uns angreifen zu wollen, die auseinanderfallen. Aha. Okay, es hat funktioniert. Ich bin in den Keller gegangen und der Rest der Familie hat nicht versucht, mich zu töten. Im Grunde genommen betrachten sie mich gar nicht, aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, die alte Welt ist tot. Und alle sind wieder bei Null. Unsere Schulden sind verschwunden und wir können neu beginnen. Also wenn ich noch wie ein normaler Mensch reden, funktionieren und handeln kann, dann können sie das auch. Sie brauchen nur einen kleinen Anstoß. Schon bald wird die Familie Crope wieder ganz oben sein. Na, da bin ich mir nicht so sicher. Hunderte von Jahren. Hunderte. Ich kann verdammt nochmal nicht sterben. Keiner von uns kann das. Ich habe hunderte Jahre damit verbracht, diesen Kreaturen beizubringen, wie man sich menschlich verhält. Ich habe nichts vorzuweisen, außer vielleicht, dass mein Cousin James den Unterschied zwischen einer Salatgabel und einer normalen Gabel erkennt. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob er einfach nur gut rät. Wie zum Teufel sollen wir wieder zur wohlhabenden in der Öffentlichkeit stehende Familie Crope werden, wenn wir alle Monster sind? Das bringt nichts. Ich schwöre bei Gott, ich werde Tante Belinda den Kopf einschlagen, wenn sie mir nicht zuhört. Schaut nur alle hin. Das ist ein bisschen schief gelaufen hier, also. Das ist ein bisschen eskaliert, würde ich sagen. Das sieht so verdächtig aus. So verdächtig. Naja. Also kann man sich irren. Ich dachte echt, da wäre irgendwie... Da wäre vielleicht was. So, jetzt sollen wir noch die Werkbank anschmeißen. Dann haben wir den nächsten Quest erledigt. Schön. So, nehmen wir natürlich den immer noch mit. Ganz wichtig, weil wenn es mal regnen sollte, haben wir schon einen Regenschirm dabei. Und speaking of, wenn es mal regnen sollte, regnet es ja auch gerade. Jo, Feuerlöscher. Ganz wichtig, nehmen wir auch mit. Schade, dass wir dieses Moped nicht fahren können. Jo, und dann haben wir das erledigt. Dann würde ich sagen, wir bauen mal eben hier kurz das ganze Rekrutierungsgedönse. Weil ich würde gerne wissen, ob das dann für uns ist oder für die Minutemen oder was auch immer. Finden was raus. So, keiner braucht Blumenkästen. Vor allem kriegen wir wieder ein bisschen Stahl herbei. Wir haben schon so viele Werkstätten jetzt eigentlich. So. Vor allen Dingen ist es cool, dass wir Leichen entfernen können. Das hat mich echt immer ein bisschen gestört. So, jetzt will ich Folgendes vorschlagen. Wir bauen unseren wunderschönen Rekrutierungszeug mal hier oben drauf. Dann haben wir nämlich den Krach nicht immer beim Haus. Und die Elektrik kann nicht so einfach erreicht werden. Ja. Und da wollte ich ein Solarpanel nehmen. Klappt nicht. Mist. Was ist denn hier oben drauf?
Nein, auch nicht. Dang it! Außerdem gibt es im Haus irgendwie Strom, wie ihr sehen könnt. Da brennen nämlich Lampen. Ich will auch nicht alles kaputt machen hier. Machen wir eben nach oben. Aber die kaputten Wände, die nehmen wir mal raus hier. Können wir eventuell neue reinsetzen. Warum immer wilde Gole? Du bist doch selber einer. Nimm was Entschuldigung, Kumpel. Los. Jetzt habe ich wieder diese ganze Red-Seuche an mir dran. Eine kleine Secret Door. Cool. Cool, ja. Hä? Sieht mir so nach Falle aus. Ah, hier war der Tresor, siehst du? Ja. Was ist das halt, ne? Das Geld nützt dir alles nichts, wenn dein Gesicht auseinanderfällt. So. Was soll das? Warum konnte ich den jetzt nicht draufschließen? Das ganze Haus voller Gule. Die Leute können doch gar nicht gewohnt haben. Was haben die denn hier gemacht? So, Malpinsel, Lämpchen nehmen wir mit. Das sind alles die Sachen, die wir halt, ne, brauchen können zum Bauen. Ja, die Dame hat bestimmt auch schon schönere Aussichten erlebt. Ich habe wieder 1000 Ideen, wie wir hier was anbauen könnten. Aber jetzt haben wir erstmal hier... Was mich jetzt auch ein bisschen irritiert, ne? Die Werkbank hat ja uns gesagt, also die Werkbank, die kann ja sprechen, wisst ihr ja. Die hat gesagt, wir sollen erst die Ghule alle beseitigen. Das wär's. Stellt sich raus, hier sind überall noch welche. Warum stirbt der nicht? Und der da. Training kann ich. Noch eine. Komm, steh auf. Achso, der ist schon tot. Gut. So, dann haben wir jetzt aber alles. Und jetzt können wir alle theoretisch hingehen und alles, was wir hier nicht wollen, können wir jetzt auch aus diesem Haus entfernen. Das ist halt sehr schön mit dieser Mod. Aber ich glaube, die meisten Sachen können wir so lassen. Nur halt, wo wir dann die Übergänge nicht hinkriegen. So hier was zum Beispiel, ne? Oder hier. Oder hier. Und sowas, ne? Und sowas. Und dann machen wir die Fenster wieder auf, damit hier ein bisschen schönes Licht reinkommt. Schönes Licht. Sieht ja auch einfach schöner aus, ne? Wenn das ganze Gravel und Schrott nicht hier ist, dann, So, das Vordach ist auch ganz schön kaputt. Naja. Ja, werden aus den Ghulen nochmal, wird da nochmal schöner Dünger. Ist doch auch nicht schlecht. Ökologische, einwandfreie Ghoul-Verwertung. Wer macht das schon? So. Den hier noch. Den hier. Ganzen Dreck weg. Da sieht das alles schon viel hübscher aus hier, oder? Finde ich. Da müssten wir... Das Problem ist halt, wir können dann halt wieder keine Platten komplett neu da reinsetzen. Die müssen wir dann irgendwie immer dahin tricksen. Das funktioniert sonst nicht.
Aber wir wollen natürlich hier diesen Ort auch direkt wieder nutzen. Nein! Ja, das ist das, was ich meinte. Jetzt haben wir nämlich hier ein Loch im Boden. Da habe ich also einmal zu viel geklickt. Und schon ist unser Haus undicht. Wir können auch eigentlich das ganze Haus abreißen und neu bauen. So hässlich wie das ist. Müssen wir uns noch überlegen. Jetzt haben wir mal nur den Dreck weg. Ist ja eigentlich richtig schönes, auch wäre so ein richtig schönes Haus hier an der Küste. So, dann müssen wir mal hier ein Rekrutierungsding, das wollte ich ja machen. Da könnte ich jetzt mal echt gucken, ob wir das jetzt, wo wir jetzt die Hälfte hier weggebaut haben. Dass wir das wirklich aufs Dach stellen. Und wenn wir hier zum Beispiel jetzt vernünftig rankämen. Ja, oder die oberste Etage wegbauen, die so marode ist. Ich kann mich nicht entscheiden. Also wir müssen dann hier, wenn wir hier was dran bauen, wieder auf die passende Höhe kommen. Ne? Ihr kennt das Problem. Wir gucken mal, ob wir hier mit normalen Auf- und Anlegeplatten was machen können. Also draufbauen zum Beispiel. Manchmal geht das, meistens aber nicht. In diesem Fall scheinen wir kein Glück zu haben. Versuchen wir es nochmal mit Oberboden. Na, mit dem geht's. So, das heißt, dass wir hier wenn ich jetzt irgendwie da reinkäme, so zum Beispiel. Das passt interessanterweise auch. Nur das letzte hier wird nicht passen, nehme ich an. Nee, weil hier noch was im Weg ist. Das kriegen wir vielleicht weg. Das wäre halt cool, wenn das jetzt noch gepasst hätte. Woran scheitert das denn wohl? Ist er vielleicht nur ein bisschen weiter rüber? Oder ein bisschen weiter nach hier hinten? Die Musik passt auch irgendwie, ne? So geheimnisvolles Bootshaus, JWD. Ach, wäre das cool, wenn das passen würde. Ah, ah, ah! Ja! Sehr gut. So, jetzt kommen wir. Das Ding kommt noch weg. Ist natürlich die nächste Frage, ob wir jetzt die Wände hier dran kriegen. Narrenhände beschmieren Tisch und Wände, hat meine Mama immer gesagt. So. Hier passt es jetzt genau nicht, oder was? So, auch weil hier so eine schräge Wand drin ist. Na, schade. Aber dann könnte man hier vielleicht den Aufgang hinmachen. Ich liebe es, wenn der Plan funktioniert. Ja, ebenfalls funktioniert tut der Senderplan unter der Form und Garderpolier. Findet ihr raus, wenn ihr nicht so soll, wenn kommt. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei.
Ich wollte sagen, da findet ihr raus, wann die nächste Folge kommt. Bis dahin, besten Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen hier in Fallout 4. Tschüss!